Und damit ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Xbox 360 Edition. Ich bin der Banzola Gaming, schönen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, im letzten Part ist so ein bisschen, naja, nicht wirklich viel beim Hausbau passiert. Ich bin so am Überlegen, ja, wie will ich jetzt dieses Haus bauen? Will ich jetzt doch so bauen oder so bauen? Ja, so ein kleiner Entscheidungszwang und dann habe ich jetzt gesagt, machen wir das, mache ich das jetzt lieber so, wie ich das da jetzt vorbereitet habe. So, und in diesem Part hauptsächlich nur noch den Hausbau. Ups. Oh. Alter, hier sind gleich zwei Stück von diesen großen Bäumen, ne? Krass. Echt krass, Mann. Aber doch nochmal eine weitere kleine Umentscheidung. Und zwar würde ich das Haus mal ein bisschen anders gestalten. Also doch nochmal eine kleine Umgestaltung. Vom Stil her. Das ist hier vorne. Jetzt muss ich mal nachdenken, ey. Ich das so? Dann müssen die hier aber weg. Das wär, das, also für dieses Let's Play wird das ein verdammt großes Haus. Also ich will hier keine Kapelle oder sowas bauen, ne? Aber das wird definitiv ein verdammt großes Haus, was ich hier jetzt bauen möchte. Genau. Das hier weg. Dann kommt das hier hin. Ich habe das ja noch nicht mal groß angefangen und baue das jetzt komplett ja schon um, ey. Oh, Junge. Ja, wenn ich Häuser baue, das kann was werden. Wenn mein bester Kumpel das Video sehen wird, wird er sagen, ja, das ist natürlich typisch, ey. Bau da direkt gleich ein riesiges Mega-Haus dahin. Das war so klar. Aber das wird dann auch dann das zentrale Haus dann noch bleiben. Warum baue ich das denn jetzt mit meiner Klappe hier denn Scheiß? Und hier. Oh Mann, das kann ja was werden. So, ich guck mal nach, ob hier ein paar Setzlinge runtergekommen sind. Jupp, hier sind ein paar runtergekommen. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich mehrere Eichenbäume nämlich platzieren. Weil Eichenholz werden wir wahrscheinlich eine Menge brauchen. Gerade bei diesem Ausmaß, was ich da habe an Haus. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wenn demnächst jetzt auf Mobs gestellt wird, da bräuchte ich natürlich dementsprechend auch erstmal eine provisorische Unterkunft. So.
Das Haus wird dann T-förmig sein. Oder ein L-Haus. Ich glaube, ein L-Haus wäre, glaube ich, sogar besser. Also eine Form eines Ls. Ja, doch. Machen wir es so. Lassen wir es. Nee, doch nicht. Ich will mir eine Verzauberungsecke irgendwann noch hinknallen. Das muss ja nicht alles... Also ich denke, ich werde definitiv keinen Keller gebrauchen. Das auf jeden Fall gar nicht. Da werde ich definitiv sogar... da kann ich gleich das ganze Erdgeschoss benutzen. Na, zwei Schaufeln. Naja, immerhin baue ich hier, wie gesagt, ein bisschen Fichtenholz ab. Ach so, was ich nochmal sagen wollte, ne? Also momentan oder jetzt in diesem Moment ist ja Minecraft Xbox 360 Edition noch die einzige alte Konsolenedition, die ihr noch in einen Online-Store erwerben könnt, also im Xbox-Store. Bei Nintendo Switch zum Beispiel, diese Version gibt es ja leider auch nicht mehr. Nintendo Wii U bei der Nintendo Wii U wurde der eShop zugemacht. PlayStation Vita ist der Store auch dicht, PlayStation 3 auch schon. Bei der PS4 gibt es die Version auch nicht mehr, die alte Konsolenedition. New Nintendo 3DS ist auch flöten gegangen, also digital, rein digital. Ja, die einzige Möglichkeit, wo man jetzt, sage ich mal, noch diese Konsolenedition herbekommt, ist halt, ja, als Retail bei eBay, ne? Das wäre jetzt die beste Möglichkeit, falls ihr mal Lust und Laune habt, euch eine PS3 noch zu holen oder eine Xbox 360 oder eine Wii U, dann habt ihr nur die Möglichkeit, das nur noch auf eine CD zu kaufen, weil ab nächstes Jahr wird nämlich auch schon der Xbox Store auf der 360 geschlossen. Und ich denke mal, Xbox Live wird das wahrscheinlich dann auch nicht mehr lange geben auf der 360. Die Frage wird wahrscheinlich auch gestellt, zockt überhaupt noch irgendjemand auf der 360? Jein. Ja und nein. Also, nein, auf der Xbox 360 wahrscheinlich nicht mehr, sondern eher über die Xbox One oder Series via Abwärtskompatibilität. Ja, und ab nächstes Jahr wird er jetzt, das Online-Gaming auf der Wii U auch nicht mehr möglich sein. Das wird jetzt echt alles runtergefahren. PlayStation Network gibt es ja noch. Auf der PS3.
Aber ich denke mal auch nicht mehr so lange. Weil immer mehr Leute holen sich an den Next Gen. Und das tatsächlich sogar früher, als es damals bei der One und bei der 4 Zeit gewesen ist. Da haben ja auch noch sehr, sehr viele Leute immer noch auf den alten Konsolen gezockt. Also ich habe noch bis 2018, also Anfang 2018 noch auf einer alten Konsole gezockt und dann hatte ich die Nintendo Switch auch schon in meinem Besitz. Naja, von Xbox, von PlayStation bin ich dann erstmal auf Nintendo gewechselt und ich musste ganz ehrlich sagen, die Nintendo Switch ist schon eine echt geile Konsole. Wirklich. Also ich finde, die Switch ist eine klasse Konsole. Hatte das Launch-Modell gehabt. Und ja, die ist leider jetzt kaputt. Die hat sich verbogen. Jupp, die hat sich wirklich verbogen. Also dieses Gerücht da mit diesen Verbiegen, also das hat sich bei meiner Switch tatsächlich bewahrheitet. Funktionieren tut sie noch, aber ich glaube, aufladen würde ich sie jetzt nicht mehr wollen. Dafür ist mir das Risiko zu hoch, dass mir das Ding um die Ohren fliegt. Und daraufhin habe ich mir dann auch eine OLED gekauft. Weil ich finde, von der Optik her gefällt sie mir besser und außerdem ein größeres Display. Und mir gefallen die weißen Joy-Cons. Ich habe mir direkt die weiße Variante gekauft. Oh, hier ist ja noch mehr Kohle. Nehmen wir gleich mal mit. So. Wisst ihr, was ich überhaupt nicht mag? Wenn ich diese großen Eichenbäume sehe, ey, ne, die möchte man am liebsten absolut gar nicht abbauen. Gerade den da, der hier so krass über... Alter, der ist aber wirklich übertrieben gewachsen. Das hier ist ja noch ein ganz kleiner. Tatsächlich, ja, dann kloppen wir auch nochmal schnell ab. Aber auch schon ein Viech geworden hier, der eine. Ja, ein paar zwischen den Blättern. Ja. So. Alles verbraten. Alles. So, dann würde ich schon mal sagen, dann fangen wir mal mit den Wänden schon mal an. Ja, ich kann eigentlich das ganze Fichtenholz ja so ein bisschen verdonnern. Machen wir ein paar Stacks Holz fertig, weil davon werden wir nämlich einiges gebrauchen. So, und dann brauche ich das Cobblestone, weil das ist ja nur hier für die... für den Standfuß hier. Ups, 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier ist schon wieder einer im Weg, ey. Ey, ich baue jetzt ein Bett, ne? Also, das geht mir jetzt gerade tierisch auf den Wecker, dass es schon wieder dunkel wird. So. Mann, 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 Mann.
Nee, komme ich nicht ran. Und Cobblestone wieder. So, drei hier. Tatsächlich könnte ich sogar einen Innengarten bauen. Also so einen Hausgarten. So. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei, drei. Oh, diesen kleinen Teich, den könnte ich eigentlich auch zu was Schönen umbauen. Eins, zwei, drei. Immer so weiter. Super. Und dann hätte ich jetzt gesagt, hier kommen dann die Fensterrahmen rein. Werden dann hier an die Wände. Warte mal. Immer kurz das angucken, bevor ich weiter baue. Vergleichsbild. Wäre nicht schlecht. Die linke oder die rechte Seite? Und dann würde ich auch sagen, das war's mal wieder mit dieser Folge Minecraft Xbox 360 Edition. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben geben. Und um nichts zu verpassen, den Kanal abonnieren. Benachrichtigung für die Glocke. Und dann würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal.